Seit neuestem kann man ja Zähne nachwachsen lassen. Es gibt einen wissenschaftlichen Artikel dazu, dass die ersten Studien laufen, Zähne nachwachsen zu lassen. Das ist alles noch in den Kinderschuhen und das sind noch keine Zähne, die irgendjemand eingesetzt bekommt. Letztlich sind es nur Zellhaufen, die irgendwo im Labor entstehen. Aber den Gedanken fand ich ganz spannend, um das Ganze mal aufzugreifen. Wenn man sich Zähne neu einpflanzen lassen kann, was würde man anders machen? Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Ich bin Zahnärztin und in unserer Praxis in Leipzig haben wir uns den Erhalt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben. Bevor es mit unseren Inhalten jedoch losgeht, klickt doch gerne auf Abonnieren, um nichts Spannendes mehr zu verpassen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wenn ich mir komplett neue Zähne wünschen könnte, die jungfräulich gerade frisch durchgebrochen in meinem Mund wären, was würde ich heute anders machen? Worauf würde ich mehr achten? Und zwar würde ich ganz von Beginn an bei frisch durchgebrochenen Zähnen immer dafür sorgen, dass sie versiegelt werden. Nicht nur die Backenzähne, sondern auch die Prämolaren, das sind die Zähne hinter den Eckzähnen. Das ist keine Kassenleistung, das macht man auch nicht standardmäßig, aber hätte ich ein neues Set frisch durchgebrochener Zähne, würde ich alle versiegeln lassen. Und die Fissurenversiegelung sorgen dafür, dass die Oberflächen der Zähne abgedichtet sind. Vielleicht nochmal als kleine Randinfo, Fissuren, das ist ja schon auch ein Fachbegriff. Fissur bedeutet, wenn ihr euch den Zahn von oben anschaut, das sind diese feinen Linien, die die Höcker des Zahnes begrenzen. Das hat jeder und anatomisch ist es unterschiedlich tief. Manche Menschen, die haben sehr tiefe Fissuren, das heißt so ganz tiefe Linien und manche haben eher flache Zähne. Gerade bei den tiefen Zähnen ist es sehr, sehr wichtig, die zu versiegeln, weil man kann sie einfach nicht putzen. Bakterien finden aber trotzdem den Weg in diese kleinen Krater hinein. Also mein erster Tipp oder das, was ich anders machen würde, wäre, ich würde alle meine Zähne von vornherein versiegeln lassen. Dann so die Basics. Ich möchte es nur noch einmal erwähnen, was ich natürlich auch machen würde. Ich würde zweimal täglich mindestens die Zähne putzen mit fluoridierter Zahnpasta. Ich würde Zahnzwischenraumpflege betreiben und das kennt keine Altersgrenzen. Auch Milchzähne bei sehr eng stehenden Zähnen brauchen Zahnzwischenraumreinigung. Auch da kann Karies entstehen, ob es nur mit Zahnseide oder mit Bürstchen sei. Interdentalpflege kennt kein Alter. Auch ganz früh würde ich schon damit beginnen. Ich würde natürlich regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung gehen und ich würde regelmäßig meine Zähne fluoridieren lassen. Das sind die Basics. Aber was würde ich noch anders machen? Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, meine Weisheitszähne, ich habe einen sehr schmalen Kiefer, möglichst früh entfernen zu lassen und das noch bevor sie durchgebrochen sind. Das führt dazu, dass erst gar keine Entzündungen entstehen können. Bei den Weisheitszähnen ist es ganz häufig so, dass sie groß sind und dass sie ihren Weg nie richtig in die Zahnreihe finden werden. Und ehrlicherweise, zum Essen braucht man sie jetzt nicht. Die Weisheitszähne sind in den wenigsten Fällen bei den wenigsten Patienten ordentlich in der Zahnreihe eingeordnet. Und wenn sie das sind, dann ist es wirklich auch sehr schwer für die Patienten, ganz hinten die Zähne zu pflegen. Oftmals entsteht Karies oder die Zähne entzünden sich auf dem Weg in den Mund. Wenn sie durchbrechen, entstehen Nischen um den Zahn herum, wo sich Bakterien und Speisereste festsetzen und richtig schlimme Entzündungen entstehen. Das heißt, was ich anders machen würde mit meinen ganz frischen neuen Zähnen wäre, die Weisheitszähne möglichst früh entfernen zu lassen, um das Risiko für Karies, Entzündungen, Schwellungen von vornherein zu minimieren. Als nächstes, was würde ich mit meinen tollen frischen Zähnen noch machen? Ich würde eine Zahnspange tragen und zwar dann, wenn mein Biss nicht ganz stimmt. Wichtig wäre mir dabei nicht nur unbedingt die Ästhetik, sondern ganz wichtig wäre für mich, dass die Zähne optimal aufeinander passen und dass ich einen guten Biss habe. Guter Biss, das ist jetzt für euch als Patienten schwierig zu verstehen, das wissen eure Zahnärzte noch mal viel besser, aber es gibt optimale Positionen, wie die Zähne ineinander greifen sollen. Das dient dazu, dass keine Fehlbelastungen entstehen und dass ihr keine Beschwerden im Kiefergelenk bekommt. Wenn ihr Bewegung mit eurem Kiefer durchführt, sei es nach vorn oder zur Seite, gibt es optimale Führungszähne, die Eckzähne zum Beispiel, die führen unsere Zähne zur Seite, rechts und links und schützen den Biss. Und da wäre es mir vor allen Dingen bei der Zahnspange wichtig, meinen Biss optimal einstellen zu lassen. Was würde ich noch machen mit meinen ganz tollen frischen Zähnen? Ich würde, wenn eine kleine Karies dann doch mal entsteht, würde ich diese erst einmal versiegeln lassen mit einer Kariesinfiltration. Auch bei beginnender Karies im Schmelz kann das sehr sinnvoll sein und ich würde es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass ein richtiges Loch entsteht, sondern ich würde viel mehr Wert auf Prävention legen. Mittlerweile muss nicht mehr jede Karies gebohrt werden, das war früher mal so, aber es haben sich die Materialien so toll entwickelt, dass man sehr minimalinvasiv mit Karies umgehen kann, auch wenn ein Loch
auch da ist. Und das wäre mein nächster Tipp oder mein nächstes Vorgehen mit meinen frischen, tollen Zähnen. Ich würde nur ganz, ganz minimalinvasiv, wenn was sein sollte, vorgehen. Das heißt, eine ganz kleine Füllung. Ich würde mir keine Amalgamfüllung machen lassen, immer nur moderne Materialien, Komposite, also Kunststoffe, um eben defektorientiert arbeiten zu können. Das Gleiche gilt für den weiteren Behandlungsweg. Ich würde natürlich hoffen, dass durch meine tolle Prävention gar nicht erst irgendwas entsteht, aber manchmal steckt man nicht drin und man hat einen Unfall beispielsweise und ein Zahn bricht ab. Und wenn ich eine Wurzelkanalbehandlung bräuchte oder weiterführende Behandlungen, würde ich immer den jeweiligen Spezialisten aufsuchen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ich würde mich informieren für die Behandlung, die ich benötige, sei es eine Wurzelkanalbehandlung, sei es eine Teilkrone, sei es die Kariesinfiltration oder irgendetwas anderes, würde ich immer einen Spezialisten für das jeweilige Fachgebiet aufsuchen. Ich weiß, auch das ist für euch als Patienten nicht so ganz nachvollziehbar oder schwierig zu verstehen, weil Zahnärzte sind nun mal natürlich alle und alle haben irgendwie studiert und haben eine Praxis und nach außen sieht es meistens auch irgendwie sehr ähnlich aus. Aber die individuellen Fortbildungen, die der Zahnarzt besucht hat, die unterscheiden sich teilweise schon sehr massiv. Und da würde ich darauf achten, dass derjenige, der die Behandlung bei mir durchführt, auch in dem Gebiet spezialisiert ist. Und bräuchte ich eine Wurzelkanalbehandlung, würde ich diese definitiv nur unter Mikroskop durchführen lassen, nur unter einem Kofferdamm, unter diesem Gummituch, dass keine Bakterien in den Zahn kommen und dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zahn möglichst lange bei mir im Mund bleibt, erhöhen kann. Zum Thema Zahnerhalt ist natürlich auch ganz klar, dass das ein wichtiges Thema für uns ist. Wir in Leipzig sind auf die Zahnerhaltung spezialisiert. Mein Mann, das wisst ihr aus ganz vielen Videos, der ist spezialisiert auf die Wurzelkanalbehandlung und führt auch die nur unter Mikroskop durch. Ich kümmere mich um die Parodontitisbehandlung und insgesamt ist auch unser Behandlungskonzept so minimalinvasiv wie möglich. Bei uns findet alles unter Kofferdamm statt. Wir versuchen, eure Zähne zu schonen und möglichst lang zu erhalten. Genau, das eine kleine Herzensangelegenheit. Eine weitere Sache, die ich machen würde mit meinen tollen neuen Zähnen, ist, ich würde so früh wie möglich eine Knirscherschiene tragen. Bei Stress ist es einfach unvermeidbar. Eine Knirscherschiene ist eine Symptombehandlung. Ihr könnt das Knirschen an sich natürlich nur durch Stressbewältigung abbauen, aber wenn ihr knirscht, dann wollt ihr eure Zähne auf jeden Fall schützen. Ihr wollt sie nicht immer weiter runterschmirgeln und deswegen würde ich mit meinen tollen neuen Zähnen immer eine Knirscherschiene tragen und zwar so früh, wie es nur geht. Ich würde natürlich auch auf die Ernährung achten, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und wenn euch das interessiert, schaut unsere anderen Videos zum Thema Ernährung. Aber da sei gesagt, an dieser Stelle, Säuren und Zucker, die würde ich nicht meiden, aber ich würde sie ganz dosiert und gewählt nehmen und meine Zähne zu schützen. Kommen wir zum letzten Punkt. Was würde ich mit meinen neuen Zähnen noch machen? Ästhetik wäre mir auch hier wichtig. Ich möchte natürlich auch strahlend weiße Zähne haben. Ich würde ein Bleaching bevorzugen, bevor ich meine Zähne abschleife und Veneers machen lasse und würde die Funktion immer vor Ästhetik setzen. Aber um trotzdem weiße Zähne zu bekommen, würde ich ein Bleaching durchführen, alle paar Jahre mal, um helle Zähne zu haben und ich würde meine Zähne nicht abschleifen. Das war's. Das würde ich mit meinen tollen neuen Zähnen machen. Mal gespannt, wie weit die Wissenschaft ist und ob wir es noch erleben werden, dass Zähne richtig nachwachsen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Das könnte die Implantate ersetzen. Und ja, vielleicht darf ich das noch erleben irgendwann mal, wenn ein Zahn verloren geht, wenn ich 60, 70 bin, dass ich mal einen Zahn mir nachwachsen lasse. Zähne transplantieren kann man übrigens schon. Weisheitszähne kann man mittlerweile schon auf andere Stellen setzen. Also das sei gesagt, wenn du einen Zahn verloren hast und du hast noch Weisheitszähne, den kannst du auch transplantieren lassen. Wenn dich das interessiert und viele andere Themen, schreib es gerne in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.